typische Wochen für Viktoria Köln. Am Dienstag gab es für die Höhenberger eine 2:4 Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg. Wir haben Markus Stegmann, den sportlichen Leiter der Viktoria, gefragt, wie er die Stimmung in der Mannschaft nach der Niederlage sah. Die Mannschaft und wir alle sind natürlich sehr enttäuscht nach dem Spiel. Ich glaube, dass wir insgesamt eine sehr gute erste halbe Stunde gespielt haben, verdientermaßen in Führung gegangen sind. Und dann durch teilweise individuelles, fehlerhaftes Abwehrverhalten in Rückstand geraten sind. Davon haben wir uns ja mental auch nicht wirklich von erholen können im Laufe des Spiels. Und dann unterm Strich steht eine verdiente 2:4 Niederlage, die natürlich sehr weh tut. Und jetzt geht es zum VfB Lübeck. Die Schleswig-Holsteiner konnten unter der Woche den FC Hansa Rostock mit 1:0 besiegen. Markus Stegmann, welche Tugenden sind bei der Viktoria in Lübeck am Samstag gefragt? Ja, wir müssen uns versuchen, die individuellen Fehler abzustellen. Wir haben 4 Gegentore kassiert. Ich glaube, dass wir in den Spielen davor größtenteils sehr gut verteidigt haben. Aber in diesem Spiel haben wir eben gerade das vermissen lassen. Und es wird darum gehen, dass wir das wieder deutlich besser machen. Aber ich erwarte auch eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, wenn wir da gewinnen wollen.